Sam, gell? Lass euch nichts einreden von diesen Menschen, die sagen, oh mein Gott, am Wochenende, ich brauche was. Die, lass packen, Bruder, weil die lügen. Die sind Junkies und wollen dich zum Junkie machen. Also, werd kein Junkie wie dieser Junkie. Preach. Du Junkie. Wieso das Ende nicht? Weißt du, dieser Streit so? Welcher meinst du? So? Hast du nicht gesehen, letztens, sie wollen jetzt an Ramadan Rafa angreifen. Da ist der ganze, du musst wenigstens, die wurden ja immer, die, am Anfang war ja Norden, waren ja halt alle waren gemixt. Mhm. Dann haben sie gesagt, sie geht alle in den Süden. Ja. Die sind ja immer weiter gekommen. Jetzt sind sie, was in der Ecke? Eine Million. Sollen die gehen? Ey. Und jetzt haben sie gesagt, dass sie da stürmen wollen mäßig. An Ramadan noch, Bruder. Die wollen stürmen, ist das? Und dann haben sie gesagt, so ja, ist das. Aber sie legen nicht vor, wie. So mäßig die Zivilisten weggehen sollen und so weiter. Es gibt Theorien, wie man das machen könnte. Mäßig, dass sie so auf der Seite, keine Ahnung. Das ist so, aber Bruder, eigentlich, man sollte so nicht denken, Bruder, aber Bruder, Palästina ist finished, Bruder. Das ist Geschichte, was wir gerade sehen. Glaubst du wirklich, Mann? Es ist so, Bruder. Weil du musst auch immer die wieder, Mann. Es ist schade so. Ja. Und weißt du, Leute werden halt protestieren, auch gut so, zu Recht. Ja. Aber Bruder, was willst du machen, so? So alles, was bis jetzt passiert ist, wir konnten nichts machen. So, die machen einfach weiter, weißt du? So, weiter und weiter. Auch Amerika, jedes Mal, wenn sie abstimmen so für, wie nennt man das? Wahlen? Waffenstillstand. Ja. Ja, drittes Mal hat Amerika dagegen gestimmt so. Ja. Es wird nicht enden, glaube ich. Und alle machen Geld mit Israel, ist ja auch das Ding. Die können profitieren davon. Oder? Und Palästina bringt ja nichts. Der Frieden wird ja nichts bringen, weißt du? Ist so. Das ist scheiße, Mann, das ist echt scheiße. Oh, schlimm eigentlich, Mann. Die Menschen, oder was? Maya, Alter. Na, ich bin gespannt, wie schlimm wird es noch werden, so. Ja, die werden die komplett raus. Ich glaube, die werden die, oder bis wir erwachsen sind, also, wir sind schon erwachsen, aber bis wir Kinder haben und so, bis wir alt sind, sag mal so, oder das... Gibt's keinen Palästina. Ist Palästina ein Märchen, Bruder. So, wenn jetzt, keine Ahnung, die ganzen islamischen Länder, Bruder, die verstehen auch. Zum Beispiel alleine hat nicht Ding, ja. Diese ganzen Länder drumherum, haben ja gesagt, sie machen Krieg, ist bis jetzt was passiert? Nein, Bruder. Die machen weiter. Ey, wahrscheinlich das wurde... Weil wenn sie angreifen, es wird einen Weltkrieg auslösen wahrscheinlich. Denke ich so jetzt, wenn sie andere Länder angreifen. Nicht Weltkrieg, aber es wird einfach die ganzen Länder bombardiert werden von auch Amerika. Ja, aber so ich glaube, wenn die das machen, ich glaube, diese ganzen Länder sind jetzt auch nicht so arm, Bruder. Ich glaube, die werden auch zurückgreifen. Und Iran hat auch Atombomben, oder? Ich sage, jeder wird extrem steigern. So. Und Bruder, am Ende des Tages ist es gefressen oder gefressen werden. So. Wenn Palästina gefressen wird und ich bin Ungarn oder so, dann ist es so. Also. Ja. Deswegen, wieso soll ich jetzt, okay, die sterben, aber... Aber wenn es dort passiert, mit diesen Menschen, gell? Ja. Wieso soll es nicht hier passieren irgendwann? Ey, aber weißt du, das ist nicht unser Problem, weißt du, auf den... Ich weiß nicht. So das ist halt immer diese Denkweise, Mann. Deswegen, keiner hilft dir. Du musst dir immer selber helfen, Mann. Wenn man sich die Geschichte auch anschaut und so weiter, es wurden immer schon Leute einfach gekillt und einfach so. Ja, egal welches Land, gell, wenn man so überlegt. Egal wo. Es passiert immer wieder, nur irgendwo anders. Ja, man hofft einfach, dass man in dieser Zeit nicht da ist, wo das passiert. Like, for real. Das ist halt der Scheiß. Ja, wo schlimm eigentlich? Extrem, Mann. Wenn man sich so generell Gedanken macht über das Ganze, wie das sich ganz entwickelt, das ist nur traurig, Alter. Weil irgendwie, es wird nicht besser. Es wird ehrlich, nur schlimmer. Es hört dort auf, beginnt dort. Ja. Es dreht sich einfach die ganze Zeit. Es dreht sich die ganze Zeit plus, weiß nicht, wo. Wo schlimm eigentlich, Mann? Und wer leidet? Die Menschen. Die Menschen halt, die dort leben so. Nie die Politiker so. Ja. Habt ihr gesehen, dass angeblich so für Österreich 30% der Österreicher FPÖ werden? Ja, ja. Ah, ja, hab ich gesehen. Wild eigentlich. Das ist crazy. Aber FPÖ, Bruder, die hassen noch, Bruder. Ich sehe die jeden Tag live auf TikTok, Bruder. Die machen dort wie Fernsehsender. Ja. Das ist so ein Ding, weißt du? Die machen Fernsehsender, das läuft. Es läuft die ganze Zeit. Plus, es läuft scheiße. Jeder merkt, dass alles teurer ist und so weiter. Mhm. Und früher, du musst dir vorstellen, früher, du hast, sagen wir mal, weniger verdient. Aber du verdienst jetzt 300 Euro vielleicht mehr als vor 5 Jahren, aber das Essen ist doppelt so teuer geworden. Alles ist doppelt so teuer geworden. Tank ist doppelt so teuer, alles doppelt, weißt so, eigentlich, du bist nur ärmer geworden, obwohl du mehr verdienst. Weißt du, das ist beschissen, weißt du? Und was da auch ist, aber FPÖ-Bewegung ist so eine sehr männliche Bewegung, gell? Ja. Das ist eine sehr männliche Bewegung von jungen Männern. Viele junge Männer gehen in rechte Richtung. Weil alle sind frustriert. Ja. Alle sind frustriert, dass es nicht vorangeht. Er schaut nicht danach aus, dass es besser wird. Wenn man ehrlich ist, diese Grünen, es ist eh gut, dass Grüne da sind, aber die wollen ja nichts machen, die wollen ja mäßig die Welt retten, weißt du? Ja, aber die retten nicht die Menschen, so, weißt du, so, das ist das Problem. Man ehrt diese Menschen. Das ist schön gesagt, was sagt der. Aber wie bei FPÖ so, du musst überlegen, die haben ja auch viel Blödsinn so von Ausländern in Wien so. Ey. Jetzt 5 Frauen umgebracht worden. Ey. Die Menschen, die nicht aus Wien sind,
die kennen das nicht, denken sich, alle sind so. Mhm. Und ich verstehe, einer aus Kärnten wird sicher sagen, wow, urschlimm, die müssen schnell wie weg, wie schnell wie möglich weg, Bruder. Deswegen will ich die FPÖ so. Und das Ding ist auch, FPÖ ist nicht, die gehen ja gerade nicht an die Macht wegen Rassismus oder so. Das ist ja nicht der Grund, warum sie Wähler dazu bekommen, sondern das ist wegen Geld und so, weil wir Geld. Alle, es wird schwerer für uns so, Bruder, Cost of Living ist crazy, weißt du? Mhm. Ja. Du gehst einkaufen, 50er safe. Ja, und man kauft auf Lunker, Bruder. Konrad, der letzte sagt, er war 50er Einkauf, was habe ich gekauft? Gefrorene Früchte und so ein Scheiß. Schwau, im Hofer. Wild eigentlich. Bisschen Ding, Hackfleisch und das war's. Ist zu teuer geworden. Das ist behindert, Bruder. Du kaufst für drei Tage. Alleine Leben, Junge, ist behindert geworden. Weil wenn du dir denkst, so, du, wenn du schaust, deine Bilanz so, du nimmst was ein, Gehalt und so, bla bla. Du schaust am Ende des Monats, du hast nichts gekauft, so. Aber es ist alles weg. Nur, ja, ja. Es ist alles weg und wo? Essen. Miete, diese Scheiße und Leben essen. Einfach. Ja, einfach leben. Was eigentlich, Bruder, Kleinigkeit sein soll. Oder mit 1,8, du kannst nicht leben. Mit 1,8 als Durchschnittsgehalt ist behindert, Bruder. 1,8. Wenn du eine Familie hast mit 1,8, vergiss. Du kannst nur dich selber ernähren. Wie kannst du eine Familie mit 1,8 ernähren? Und das noch irgendwie noch, Bruder. Ja. Nein, das klappt gar nicht. Das ist crazy. Da muss eine Frau 1,8 verdienen und du brauchst noch Förderung vom Staat wahrscheinlich, bei mehreren Kindern. Das ist verrückt. Es ist einfach zu teuer alles geworden. Deswegen sind auch Menschen verzweifelt. FPÖ nutzt das auch so. Genau. Und das Ding ist halt, alle anderen Parteien außer ÖVP, nur die sind halt mäßig die, die mäßig der Weg sind für die Leute. Deswegen wollte ich diese wählen halt. Das Ding ist, bei FPÖ. Und SPÖ, oder SPÖ fantasiert. Ja, SPÖ fantasiert, was sie wollen. Es das klappt nicht Beispiel. So. Zum Beispiel diese eine, die wollen mäßig, dass im Gesetz verankert wird wegen Pension, dass so viel jemandem zusteht. Und dann, wenn man das sich durchrechnet und so weiter, geht sich das nicht mal aus. Das kann sich das Land nicht mal leisten, weißt du. Sie wollen was versprechen, damit sie gewählt werden, aber es geht nicht so. Das ist das Problem mit Linke, also linke Agenda sind immer zu schön. Sind immer persönliche Agenden, die gepusht werden, habe ich das Gefühl. Ja. Weißt du, ich meine? Und aber rechte Sachen sind für mehrere Menschen. Die sind zwar immer, die hören sich hart an, die sind so die Sachen, die nicht gesagt werden, die nicht gesagt werden wollen. Ja. Also die müssen halt gesagt werden. Ja. Und die Linken, die machen immer alles durch die Blume, weißt du? Und so wird nie irgendwas passieren, Junge. So, FPÖ hetzt da zu viel gegen so Muslime oder so. Das ist das Problem. Das ist das Problem, Alter. Da geht würden sie das, würden sie da, ich glaube, würden sie diese Hetze aber nicht so extrem haben, weil die anderen Sachen sind ja eigentlich, machen Sinn so. Ja. Nur diese eine Sache halt stört so, weißt du, man? Das ist aber eine Riesensache. Ja, diese Riesensache stört halt so. Ja. Das ist das Problem so. Und sogar die Agenda, die sie pushen, was ausländerfeindlich ist, ist eigentlich nicht dumm, weißt du, ich meine. Aber wie sie es pushen und halt was hart. Halt das ultimative Ziel ist, wenn du dich so Volkskanzler nennst und so ein Scheiß, Bruder, was verrückt ist. So kannst du das halt nicht machen, weil dann weißt du, das Endziel ist etwas, was ich nicht will. Ja. Deswegen kann ich dann die FPÖ nicht wählen. Ja, weil aber, dann ich aber kann die nicht wollen diesen, dich ich nicht. Kann nicht. Aber die wollen dich nicht als Wähler. Aber ich lebe in diesem Land und bin ein Staatsbürger. Ich weiß, aber die wollen dich nicht als Wähler haben. Oh ja, sicher wollen mich als Wähler. Nein, doch, die wollen ja jeden anziehen. Umso besser, wenn ich schwarz bin und ich wähle die. Ja, das kommt besser anders. Umso besser, Bruder. Weil ich sehe es so. Ja, so schwierig, Mann. Das ist einfach Maya, was? Es ist Maya, Bruder. Diese ganze Politik ist Maya. Politik ist los. Weil keiner ist so, keiner, wo man sich denkt so, oha, die ist es einfach. Ja, weil die hat so viele Pros, aber kommt das auch so. Genau, andere Partei genauso. Jeder ist so, keiner ist gut. Jeder hat was Ding. Ach, Bruder. Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel, es gibt, habt ihr von so einem Podcast gehört, die so ein Hopf und. Ja, Hoss und. Hoss und Hopf. Alle, wir müssen das irgendwie Ding, damit die nicht. Was sehe. Hoss und Hopf. Guter Podcast. Alle, die wissen, sehr wissen eh, eine Glatzkopf und. Die haben irgendeine Klage oder so bekommen. Kanake, oder? Ja. Nicht Klage, die werden einfach komplett mäßig, wollen die gecancelt. Gecancelt von allen. Das heißt. Und die machen gar nichts Rechtes. Die sagen einfach, wie es ist. Die so, zählen Fakten auf. Was Deutschland Meier macht, weißt du? Yeah. Man schaut sich das an und denkt sich halt, for real, was zur Hölle geht da ab, weißt du? Und das passt denen halt nicht und deswegen werden die komplett in diese rechte Dinge gedingst. Wie war das mit, Deutschland hat so Spendengelder nach Afrika geschickt, so? Yeah. War das, Bruder, irgendeine massive Summe für Radwege? Ja, nein, das war nach Indien. Ah, Indien, genau, für Radwege, Bruder. Gegen Afrika, gegen Ding, wie nennt man das? Korruption. Wer hat das geschickt? Deutschland. So, Bruder, aber eine Summe, wie war das? War das 25 Millionen? Für Radwege in Indien. Was hat Deutschland in Indien mit Indien? Indien hat Straßen, Bruder, wo Radwege überhaupt? Nach China und solche aber Sachen. Warum? China verdient mehr Geld als Deutschland. Das verstehe ich nicht so. Ich verstehe vielleicht so, wenn die irgendwas so spenden, irgendwie so machen für Schulen in Ausland und so. Ja. Okay, urkrank. Ja. Aber Radwege? Das ist, wenn juckt das so? Das ist ein bisschen Ding, weißt du. Es wird halt, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich finde halt generell, dass Deutschland schaut nicht stark aus. Nein. Deutschland schaut urschwach aus. Die haben Glowdown, wenn ihr das. Glowdown. Ja, die sind ja die letzten Jahre schaut so. Deswegen ist Maya was. Olaf Scholz ist Bruder. Ich dachte, Merkel haben alle gehatet, aber Merkel, glaube ich, war 20 Mal besser als der, Bruder. Ich weiß nicht. Der war ein Scholz. Merkel war in einer anderen Zeit, Alter. Ja, aber ich finde, Olaf Scholz ist ein Sklave von jedem.
Ja. Ist so, Bruder. Wenn die ist sagen, so. Mach so, er macht es einfach so ein Hund von denen. Ich glaube auch. Aber extrem so. Ich verstehe nicht mal, Bruder, was bist du eigentlich so? Ja. Aber wer weiß, was da im Hintergrund läuft. Ja, was ist Ding. Die Agenda von den oben, weißt du? Das kannst du nicht wissen. Wie mit Trump und Trump, sage ich. Trump-Biden, diese Debatte jetzt. Boah, ich finde das so Trump schlimm. Kommt eh wieder. Erst, ich finde es so schlimm. Trump, es kommen ja bald Wahlen und was versuchen die? Trump einzusperren. Die versuchen Trump einzusperren. Wegen was? Weil er, sie haben ihm, glaube ich, 350 Millionen oder so Strafe, weil er seine Firmen als zu hoch angerechnet hat, so mäßig, dass sie zu viel wert waren, um Kredite zu bekommen und so weiter. Mhm. Jetzt, ja, jetzt machen die das, weißt du, kurz vor den Wahlen, weil weißt sehen, du, und wollen einsperren. Ja, weil Biden hat gerade den, Biden sage ich, Trump hat gerade diesen den extremen Hype so. Oder hat ja. Die Menschen hinter sich. Jeder fühlt ihn ja, so. Ey, weil er, wo er da war, jeder sieht in ihm die Hoffnung, weißt du, dass ja. Er das mäßig wieder alles rettet. Und dann Biden droppt irgendwas mit Putins Son of a Bitch, weißt du? Ja, weil er will einfach nur Aufmerksamkeit kriegen, weil ich Biden schwör. Hat nichts gemacht, ganze Zeit. Er ist ein Chojuk, Bruder. Wieso macht er? Er ist Politiker, wieso schimpft er den anderen? Er will einfach nur, damit sie sehen, ah, er hat Eier, er macht was, wir müssen ihn wählen. Ja, was hat er gemacht? Er will ein bisschen diese Trump-Schiene fahren. Genau, so. Aber geht nicht, Bruder. Der Typ kann nicht mal gerade laufen, Bruder. Ja. Der muss es ist verrückt. Alter sein, Bruder. Es ist verrückt. Diese Leute haben sich jemanden als Marionette ausgesucht, der for real nicht mal stehen kann, dreht sich um, will jemand die Hand schütteln, der nicht da ist, Bruder. Das ist, wie geht so? Aber die Leute, das ist ein leerer Mensch, weißt du? Ich glaube, die Leute wollen wieder einen echten, Trump war wenigstens ein echter Mensch. Du siehst ihn, du weißt, wen du wählst. Ja. Einfach, weil der steht da für real fit, was weiß ich meine. Bei Biden ist so, du weißt nicht, für wen wählst du. Ja. Aber ich glaube, bei Biden, er war ja nicht von Anfang an so. Das hat ihn gefickt, diese Krankheit. Ja, er war ja am Anfang nicht so. Wann hat er das bekommen? Aber wie lange war er in der Politik, Bruder? Ja, davor. Ich meine nur, wo er gewählt wurde. Wo er gewählt wurde, war ja nicht so. Das ist ja erst, wo er gewählt wurde, dann hat es angefangen. So. Ich glaube nicht mal so, weißt du wieso? Weil damals war er nicht so im Rampenlicht, Bruder. Jetzt ist er die ganze Zeit im Rampenlicht. Deswegen merkt man es, glaube ich, wahrscheinlich öfters. Bei der Wahlen vom Präsidenten war er nicht im Rampenlicht. Das glaube ich. Nein, davor meine ich. Davor, ja. Davor hat man das aber nicht ich meine zu den Wahlen, bei den Wahlen. Ja, ich glaube, das ist so schlimm geworden seitdem. Ich glaube, das ist das. Ja, als ob die ihn gewählt hätten, wenn er so wäre. Aber ist ja von Anfang an. Ja, aber als Präsident bist du ja viel öfters eben so vor Kameras und so. Ey. Viel öfters. Ey, aber trotzdem, was? Ja, ja, ist eh wieder so ein Ding. Und ich habe auch, ich habe so auch diese vom Podcast haben geredet, dass die in Amerika das so, sogar eine Civil War entstehen könnte. Mag. Weil die tun sich so im Süden. Mit Dings da. Haben so reiche Familien, haben so wirklich so Waffen und so, wie, so richtig Ding. Und wenn dieses Mal die Wahlen ja, wieder so mäßig, weil das war ja beim letzten Mal, gab es ja auch Proteste, dies und das, weißt du. Das Kapitol wurde gestürmt und alle waren unzufrieden, aber dann war alles so ein bisschen, hat sich beruhigt. Ja. Und wenn jetzt wieder so mäßig so kommt, dass die Leute glauben, dass es unfair ist, dass das korrupt ist und so weiter. Dann geht's ab, man. Wie Dings da? Wer weiß, man. Texas? Weißt du? Habt ihr jetzt gehört mit Texas? Ich weiß nicht, was du meinst. Das will ein eigenes Land werden. Ah ja, mit Mexiko und so ein Scheiß. Weil ja, die Biden hat ja keine Lösung gefunden für diese Migranten-Einwanderer, keine Ahnung. Ja. Ja. Und die haben sich jetzt beschwert darüber, die wollen ein eigenes Land sein. So. Mäßig, damit sie sich selber über Mexiko... Mäßig, ja. Irgendjemand wollte die Grenze zumachen und jemand wollte aufmachen. Ich glaube, der Staat hat gesagt, ich weiß gar nicht, wie das war, ich sag dir ehrlich, genau, ja, aber vor einem Monat war das so extrem ein Thema, jetzt wieder weg, ich weiß nicht, was da ist. Sicher will Texas zumachen. Hm? Texas will safe zumachen. Weil es kommen ja zu viele durch, so sagen die. Ja. Es gab auch so Videos, wo so aus Syrien durchgekommen sind. Was? Syrer. Aus Texas? Aus Mexiko. Mexiko? Ja, ist ja leicht raus durchzugehen. So. Ja, und dann hat sogar einer, weißt du, das schau ist ein dann Video. Schau Syrer, der Bruder aus Syrien bis nach Mexiko kommt. Real. Und dieser eine hat so eine Kleidung an. Das ist so Militärkleidung gewesen, so 5.1 irgendwas. Ja. So eine Dingkleidung, weißt du? War nicht Texas damals, ich muss kurz schauen. Ja, so Militärkleidung, einfach so, das ziehen die Leute, die so mäßig Militärsachen von machen. Von welchem Land Militär? Einfach so amerikanischer Marke ist das. Mhm. Wie heißt die? 5... Ja, crazy, man. Schau, Texas war sogar damals, hat zu Mexiko gehört. Hm. 1800 irgendwas. Da gibt es auch viele Latino-Bevölkerung, ist halt eh normal an der Grenze. Hey. Und ich glaube, so wie ich gehört habe, ich weiß nicht genau, aber es sind halt viele Einwanderer da gekommen so. Und USA hat halt keinen Dings da, wie soll ich sagen. So kein, die haben halt die Grenze nicht so ordentlich gesperrt. Und jetzt wollen sie dagegen sein. Diese ganzen Menschen haben ja Waffen und so. Hm. Sind ja ready, glaube ich. Nee, oder Mexiko ist überhaupt ein Land. Oder und die Hälfte der, wie war das? Es waren noch die Hälfte der Bundesstaaten, oder wie das heißt, waren dafür, dass sie ein eigenes Land werden. Für Dings da, für Texas. Die Hälfte halt nicht und jetzt keine Ahnung, was die machen. Vor einem Monat war so ein großes Thema, jetzt wieder zu, glaube ich. Halt Houston ist das da. Texas ist ja in Houston. Ja, irgendwie sowas, genau. Das ist nicht mal ein Ding. Dieses da. Houston? Texas. Nur Texas, also in Houston. Das ist ja crazy, Bruder. Das ist genauso wie wenn jetzt. Nein, dieses da, Bruder. In Donaustadt erst eigenes Land werden will oder so. Nein, warte. Nein, das ist ja alles Texas, Mann. Ja, aber es ist ja Texas. Houston. Oder ist Houston die Hauptstadt von Texas? Dieser klar. Ich glaube schon. Keine Ahnung, ist ehrlich. Einfach so eine Jacke von denen hat da und so, genau. Vielleicht Merchandise. Nein, Houston ist die Hauptstadt von Texas. So ist es, glaube ich. Die haben sogar eine eigene Flagge, Bruder. Ich bin verwirrt. Die haben eine eigene Flagge, so. Ja. Oder?
Das ja. ist ja schon aus wie Chile. Ja, aber jede Stadt hat eine eigene Flagge. Ja, aber Bruder, deren Flagge schaut massiv aus. Deine Flagge schaut sogar aus wie eine südamerikanische Flagge. Ich sage ja. Die haben ja damals zu Mexiko gehört und dann irgendwann, glaube ich, ja, haben die genau was die gemacht haben, aber. Politiker. Ja. Austin. Oder Houston heißt es so. Das kann nicht. Beides. Vielleicht, wenn eine Sache ausbricht, ein bisschen zu viel, dann brechen alle aus. Weil es war ja dort, Hälfte war dafür und Hälfte dagegen so. Ja. Und jetzt keine Ahnung, sie gemacht. Vor einem Monat war es so. Wenn die ersten rausgehen, stelle vor, die nächsten gehen raus. Amerika geht einfach. Innerlich werden sie zerstört. Oder? Ja, weil Amerika. Amerika ist ja ein Land gemacht von Europäern eigentlich so. Ja. Es gibt ja keine Amerikaner. Ja, aber trotzdem, das Ganze jetzt, das Land ist schon vorbei. Das Land wird nie klappen, du wirst sehen. Das wird irgendwann zusammenbrechen. Die haben die meiste Macht, Junge. Was heißt, es wird nie klappen? Es hat so viel Macht. Die ganze einfach, Welt gehört denen vor. Yeah. Die werden immer gieriger. Und wir werden nicht mehr leben, aber es wird passieren. Es muss, weil es wird so sein. Es ist safe so, weil über hunderte Jahre gab es immer Großmächte, die gefallen sind irgendwann mal. Genau. Als ob es ist naiv von uns zu denken, dass so wie es jetzt Mongolen, ist, immer Bruder. Bleibt. Mongolen, wie die hatten römisches Reich. Ja, ey. Es ist dumm von uns und naiv, so zu denken. Ja, so. Osmanen waren ja auch big, Bruder. Ey. Und jetzt sind wieder klein, halt klein, aber weißt du. Österreich tut weh immer noch. Österreich, Ungarn. Ja, ich sag ja, das kann immer passieren so. Deutschland. Und das sind manche, waren über hunderte Jahre, weißt du. Wie lange gibt es das, wie es jetzt ist? Ja. Auch nur ein paar hundert Jahre. Ja. Deswegen, weißt du? Ja, hör mir zu. Allein in Europa war vor 100 Jahren ganz anders alles. Ich sag ja. Jugoslawien gab es damals. Wer hätte gedacht, dass Jugoslawien weggeht so? Ja. Das stimmt. Alles. Die Weil Länder die hatten andere Strukturen und so weiter. Es sind zu viele Menschen auf, wie soll ich sagen, so verschiedene Ethnien. Oder Ethnien. Ja, jetzt ist es zu gemischt, gell? Ja. Es ist zu gemischt. Amerika, Bruder, Amerika ist ja, das sind ja keine, es gibt ja keine Amerikaner. Das ist das Problem. Mhm. Die sind alle gemischt so. Und alle sind ja anders, wir sind ja auch nicht gleich. Ja, aber. Ja, dort ist wieder ein bisschen was. Die sind schon Amerikaner. Ja, ja, die nennen sich eh, Bruder, das sind aber diese. Nein, aber das sind schon. Ja, gibt es auch Schwarze, alles in Amerika. Ja, das würde ich jetzt nicht so aber denken. Die kommen nicht klar, irgendwann wird es passieren. Es muss, also es muss, aber es wird passieren. In Amerika ist mehr so das Ding, Loki, die wissen. Oder ich weiß nicht, die wissen, manche, glaube ich, wissen zu sehr, wer sie sind. Oder glauben zu sehr zu wissen, wer sie sind. Und manche wissen aber gar nichts, Bruder. Ja. Die Amerikaner, manche sind einfach verloren, weil die haben keine Herkunft. Weißt? So wie Afrikaner, wo schlimm eigentlich so wegen Sklaverei damals. Einfach, die wissen nicht, wo sie herkommen eigentlich. Ja, so. Das ist ja, aber du musst dich halt damit, du musst halt damit klarkommen. Ja, ja, sowieso, deswegen aber, haben die auch so viel eigene Kultur, weißt du? Ja. Die haben eh eigene Sachen, ja, Hip-Hop. Was weiß ich, Essen, Bruder, diese ganzen Sachen. Aber auch eigentlich so, urschlimm eigentlich, wenn die nicht so, ja. Ja, und ich glaube, das ist jetzt nicht so ein großes Problem. Na, mit diesen, dass sie wissen. Schon. Weil die sind so, die wissen, sie sind Amerikaner. Ich glaube, das ist die. Ich glaube nicht mal, ich würde nicht mal so viel zutrauen, dass sie nein, so würd, weit denken. Nein, ich würde schon. Stell dir vor, du weißt, nein, nicht zutrauen, das ist falsch. Aber ehrlich, Bruder, letztens Amerikaner wissen, urviele wissen nicht mal, dass man Früchte von den Bäumen essen kann. Ich habe auf TikTok letztens so einen gesehen. Seine Frau, sie hat so gesagt, so, sie hat so ein Video gemacht, sie hat diese Self-Talk, Real-Time-Story-mäßig und sie so, ja, guys, I have to tell you something, ich saß und so, ja, ich wusste nicht mal, dass man Früchte vom Baum essen kann. So erwachsene Frau, Bruder, die war so 30 oder so, weißt du? Ja, sie leben, ich glaube, das Gefühl, die sind so ein bisschen. Die sind urweit so entfernt vom Leben gefühlt. Ja, die kennen auch Europa, Bruder. Die denken, manche Länder sind so, Paris ist ein Land und so. Das ist so, ne? Aber crazy. In Europa kannst du dir nie vorstellen, dass du denkst, kein Mensch in Europa würde sich jemals denken, dass ich eine Frucht nicht vom Baum essen kann. Ja. Ich dachte, ich kann, weil, weißt du, wie die Geschichte war? So mäßig nachbringen, dann Apfel von einem Baum genommen und sie hat so gesagt, du kannst es nicht essen. Und sie so, wie, ich kann das nicht essen? Hä? So, der ist ja noch vom Baum, so, du kannst ja nicht den Apfel direkt vom Baum essen, der ist ja noch. Es geht nicht. Ja, die denken, Bruder, Früchte kommen aufgeschnitten in Plastikpapier, Bruder. Plastikpacken, Mann. Dann kommen die essen ja auch Dünnschiss dort, Bruder. Die essen ja nichts Gesundes. Aber das ist für mich so urkomisch, Alter. Wie kann es sein, wir, jeder Europäer, weiß, dass Amerika, es gibt Mexiko, es gibt Länder, weißt du, so Ding. Wie können die nicht wissen, was für Länder in Europa sind, Alter? Haben die keine Geografie, Mann? Sie wissen, das ist so verrückt. Aber deswegen zum Beispiel, Indiens, wenn er in Amerika ist, oder alle Leute, die von hierher kommen und dann zum Beispiel in Amerika studieren, ja. Oder Auslandssemester, was auch immer. Ja. Sie sagen immer, Bruder, das ist Dünnschiss. Das ist so, die machen da ja nichts. Deswegen, ja. Leute, die in Amerika Auslandssemester und sowas machen, du kannst leben. Ja. Und du bist so voraus einfach. Das ist crazy. Das ist ein anderer Standard, Bruder. Ja, aber das sind ja die besten Unis, Harvard und so weiter. Ja, wegen den Namen einfach. So aber vielleicht sind alle diese Schulen scheiße und dann erst Harvard ist so richtig. Kann auch gut sein, man weiß eh nicht. Aber die machen ja auch Geld, weißt du? Ja, von irgendwo ja. Muss das ja kommen. Vielleicht ist ja nur diese normale Bevölkerung so dumm. Ja, das sowieso. Die sind ja die Dummen. Ich glaube einfach, Bildungslücke ist krank bei denen, weißt du? So mäßig so da und manche sind da. Ich glaube, die lernen nicht so wichtige Sachen. Vielleicht lernen so unnötige amerikanische Dinge einfach so. Das ist schwer zu sagen, oder? Und dann stell dir vor, weil du hast so ein schlechtes Level an Bildung, du musst ins College gehen. Dein College kostet auch behindert. Jeder ist verschuldet, jeder muss zahlen. Das erste im College lernst du überhaupt irgendwas. Ja. Das ist auch wieder. Aber dafür musst du zahlen.
Yeah. Ansonsten bist du halt dumm. Urschlimm, diese Familie in Spanien so, urarkenig, du sparst du deine Kinder, damit du das machen können. Das ist ja so wie, du gehst jetzt raus aus der Schule und du nimmst dir direkt Kredit. So ist und das nicht wenig, 100.000. Ja, du musst das dann abbezahlen, auch nach dem Studium vielleicht. Ja. Ich habe mal geschaut, sowas, weißt du, kennst du diese, wenn man Schule ist, man denkt so, boah, ich will jetzt nach Amerika. Man schaut so Preise, ich so, Bruder. Ich dachte einmal, das ist für ganze Dings, einfach ein Semester oder so. Kostet so viel. Ja, dachte ich, Wien ist eh schön eigentlich. Und dann sind das nicht mal die guten Unis. Ja, das sind so diese, hier, hast du mal geredet, Bruder. Sonderschule von mir, Bruder. Urwild eigentlich, nein, das ist eh frech. Amerika geht, das ist ein Kapitalstaat. Da geht es nur um Geld. Ja, for real. Oder wie viele Obdachlose in L.A. sind und so angeblich. Ja, ja. Du kannst sogar einen Job haben und du bist trotzdem obdachlos in L.A. Andy ist ja aus L.A., oder jetzt? Ja, der wohnt dort. Also nicht, er sieht aus ja, in Kalifornien, also nicht L.A. direkt. Wie meinst du? Diese homeless guys. Ja, safe, ganze Zeit. Wo viele dort, auch die leben auch so in der Straße, auf chillig so. Ja, und die haben sogar Jobs, aber die sind trotzdem homeless. Weil es so teuer ist. Ja, und L.A. ist einfach, du wirst gefressen dort. Gefressen oder gefressen werden. Sehr wack, diese Videos, wenn sie so filmen, deren Playstation sind, sind zählt und so. Wack, so, Simulation einfach. Das Land macht keinen Sinn so. Ich schwöre. Ich schwöre, das ist crazy. Ich glaube, dort ist auch dieses Feld, so reich und dann. Ja, das kommt. Deswegen, ich schwöre, wenn Leute sagen, Amerika ist ein Entwicklungsland mit Gucci-Gürtel, Bruder, ist perfekte Beschreibung. Bruder, nein, die Hood ist ja wie Afrika. Bruder, es gibt da Schwarze und Latinos, die chillen wie Afrikaner, Bruder. Weißt du, in Afrika ist diese kulturmäßig, also ich kann jetzt nur von Sudan reden zum Beispiel. Ja. Ist auch ein bisschen arabisch angehaucht so mäßig, aber die chillen. So Kultur ist, es ist warm, wir chillen, wir trinken Tee, wir reden. Ja. Und es gibt Hoods, so Latinos, die ist das, Bruder, die machen nichts außer in der Hood chillen und so grillen und so, chillen, so Barbecues, Hood-Partys, die ist das. Aber die sind happy, Bruder. Irgendjemand verkauft Drogen und finanziert das alles. Yeah. So aber die sind happy, Bruder. Die sind happy, ja, das ist lustiger, ich schwöre. Ja, aber da sterben Leute, weißt du. Ja, das ist Krieg immer. Kollateralschaden, weißt du. Das ist so wie diese Menschen, die am Strand leben. Die verdienen weniger, alles weniger, aber die haben diese Sonne, Strand und so, die sind einfach glücklicher als wir. Nee, das kann eh sein. Das, du weißt, das ist Sonne. Du denkst dir, Bruder, was will ich eh mehr? Du hast ein bisschen Drogengeld gemacht. Das ist ein schönes Auto, weißt du? Bruder. Jeder ist so das gleiche Level, ja, manche haben nur ein bisschen mehr. Ja, Mann. Und mehr Informationen macht sich immer nur unglücklicher. Ey, du musst dich so. Schau, dass du nicht stirbst. Umso weniger du weißt. Die sind alle deppert, Bruder, deswegen sind die glücklich. Ja, das kann sein, Alter. Die sind alle retarded. Machen Drogengeld, dann gehen sie ins Gefängnis. So, es ist normal, dass du irgendwann mal kommst du ins Gefängnis. Das ist so eingeplant. Das ist im System drin. Kurze Lebenspause und dann geht's wieder weiter. Ah, deswegen ist Amerika so gefickt, Mann. Du bist dann for real gefressen oder gefressen werden. Und dann, die lassen in der Hut und dann die entwickeln ihre eigene Kultur. So kommt Gangs. It's crazy, crazy, crazy. Na, Amerika ist für mich, na, macht keinen Sinn. Ich wollte immer damals in Amerika leben und dann irgendwann habe ich realisiert, Amerika ist zart. Urlaub reicht, Bruder. Ja, ja, ja. Ich habe letztens mit wem das geredet, Bruder. Hätte Wien mehr Strand und Spätis, wir wären die Stadt, Bruder. Ja. Jetzt das mal ehrlich. Nochmal. Weil mehr Strand und Spätis. Nein, hätten wir einen Strand einfach. Stell dir vor, wir wären wie Barca platziert so. Ja. Wir haben diesen Strand und so und wir haben Spätis. Wäre nicht Wien die Stadt, Bruder? Ja. Weil wir haben, wenn es um Sehenswürdigkeiten geht, Baba-Sachen. Ja. Allgemein, es schaut krank aus. So. Altstadt haben wir. Alles haben wir. Lebensqualität. Nur kein Strand und keine Spätis. Das fehlt uns. Wir haben halt Tankstellen. Spätis kommen. Aber Späti muss kommen. Kann nicht mehr lang dauern. Spätis sind Automaten jetzt. Nein, aber das bockt nicht, Bruder. Ich will reingehen, ich will mit einem Typen reden, der kein Deutsch kann. So. Ja. Das mal bockt mehr. Es kann sein, dass wir diese Kultur verpasst haben, die straight zu Automaten gegangen sind. Das ist Meier. Ja, weil wieso soll jemand noch so Späti machen, wenn Automaten gibt? Wobei Späti, du musst wegen Späti, du kannst, du kaufst was in 300 Früh, du chillst davor, trinkst dein Getränk. Es gibt alleine diesen Ding bei Braterstern. Gab es so einen Späti? Ja. Yeah. Das ist Automat geworden. Ja, es zahlt sich mehr aus. Naja, warum würde ich Mitarbeiter zahlen? Ja, es ist so, aber es ist halt dieser, ich weiß nicht. Die Ecke ist ein Automatenladen. Dort ist ein Aber dort kannst du nicht chillen so. Wir bräuchten, Loki, so eine Inflation an Einwanderern von irgendwo, wo es Spätis gibt, oder damit die eigene Spätis Aber es wird nicht funktionieren. Ich sag dir, es wird nicht funktionieren. Ja, aber es müsste so sein. Entweder Stelle Berliner kommen. Ah, kann eh sein, Bruder. Nein, wer, nicht, weißt du, wieso? Wie ein bisschen tote Stadt in das ist so wie Das sind so wie Tanken. Damals gab es diese Tanken, sind alle hingegangen zum Chillen. Ja. Ein Späti kann genauso werden. Wie in Berlin-Kreuzberg. Es gibt diese Spätis, die chillen da die ganze Nacht so. Hm. Es ist einfach chillig, so mit diesem Arbeiter redest. Ja, aber es ist ein anderes Ding, weil es ist eine Bar und daneben ist ein Späti. Nein. Es ist nur in Kreuzberg, wenn wir dort chillen, oder Neukölln war das, ich weiß gar nicht mehr genau. So wie Beispiel, wenn wir hier steht in der Tanke chillen, meinst du? Mäßig. Du musst sehen, es sind so Tische draußen, einfach als wäre es in der Bar, es ist aber ein Späti nur. Hm. Und da chillen auch alle einfach. Wie in Kosovo. Irgendein Mitarbeiter dort, mit dem verstehst du dich, gehst mit ihm die ganze Nacht chillen einfach. Es ist einfach, keine Ahnung, ich kann es dir erklären. Es müsste so passieren, wie mäßig Luciano macht, wie Loco Chicken in Wien Späti. Genau, jeder muss so seine eigene Location oder man weiß, wir chillen so dort immer. So wird das passieren, Kapital Späti-mäßig, so kommt das kommen, so wie Pizza. Weil so OMV-Tanke damals, BP oder so, ja. Die war ja auch plötzlich so big. Schwierig zu sagen, ich glaube, das kann man nicht so
Steuern. Entweder es klappt oder es klappt nicht so. Aber Wien mit Späti und Strand, Meer, Sonne, wow. Wien wäre das Ding, Bruder. Wien wäre echt crazy, Bruder. Nichts wäre stärker als Wien. Nichts kommt an Wien. Wäre Wien so. Wäre Wien so. Ich schwöre, Wien ist schon Elite, Bruder. Das ist so das Einzige, was noch von diesem Reich damals übergeblieben ist, so Wien, weißt du? Wien einfach. Wir leben Reich. Da einfach im Reich. Wir leben da einfach. Und schon denkst du schon krank. Es ist schon krank. Das ist schon krank, Bruder. Die Stadt sonst, selber ist schon krank. Aber sonst, Bruder. Da läufst du durch, es sind so richtig schöne Häuser, einfach so Blocks. Weil Wien war immer Main Character. Alle haben sich um Wien gestritten damals auch so. Wien ist der goldene Apfel von Europa. Ja. Facts. Na, Wien ist das Ding, Mann. Wien. Ich glaube nicht mal Spezi, sondern mehr. Mehr, ja, Späti, nein, weil, na, es muss Späti und mehr, diese Mische muss da sein. Ja, dann ist es Bassa. Was? Nur schöner. Ja, ich Bassa ist ja das, von Europa gekommen worden. Ja. Bassa hat sich zu diesem Ding entwickelt, dieser Strand, Bayern, chillen. Was würden sie hier Weed legalisieren? Wie in Deutschland einmal legalisieren. Dann würdest du diesen Tourismus geben. Ja. Weil hier, wir haben ja schon Tourismus, aber Wintertourismus, glaube ich, mehr. So Sommer ist, glaube ich, ein bisschen weniger. Oder ich weiß gar nicht mal. Aber ich glaube, kältere Zeit ist, glaube ich, mehr los, weil es schon bald. Aber Wien wird das niemals als einer der ersten Staaten legalisieren, Bruder. Nein. Ich finde, Weed passt nicht so. Deutschland hat das legalisiert. Weed passt nicht zu Österreich auch. Hast du Deutschland gesehen? Zu Deutschland passt auch nichts. Es ist nur in der Nähe von Amsterdam, so, aber. Es fehlt. Also von Niederlande, deswegen. Hier wird es eh nach. Wenn Deutschland jetzt ist, bei uns erst nach 10, 20 Jahren wahrscheinlich so. Wir sind immer verzögert so. Aber ich will eh nicht was legalisieren, Bruder. Wir müssen an unsere Straßenabis denken, Bruder. Die müssen auch Geld machen. For real. Nicht die Apotheken und so. Oder wer verkauft das jetzt in Deutschland? Ich schon genug, Alter. Lass ihnen wenigstens ein Medikament. Ehrlich. For real, Alter. Lass mir einen Bras auch ein bisschen Geld machen. Ja, ja, Alter. Shout out the Drug Dealers. The Travers. Nein, Spaß. Aber nicht die schlechten verkaufen. Nein, nur die guten. Nicht diese. Mit qualitative oder. Genau, was, genau. Ölig oder so. Oder so, ja. Oder was du gut. Mit Haarspray. Mit Haaren, ach, die sperrt ein, bitte. Da vergiftet sie die Menschen. Das sehe ich, glaube ich, Obermeier, gell, so. Mit Haarspray und so. Cooles Gift. Da kriegt man fix so Psychosen oder so. Glaubst du von sowas? Auf lange ich glaube schon, oder? Mit solchen wenn Sachen. Wenn du bist so einer, dein Dealer ist genauso einer. Du kommst bei dem immer. Ja, und ich denke, wenn du auf Dauer das rauchst, das kann nicht gesund sein. So. Ja, Bruder, bei normalen Weed, glaube ich, gehst du ja irgendwann Meier, wenn du jeden Tag rauchst. So. Es muss irgendwann sein. Und auf den Menschen drauf an. Aber ja, aber ja, safe. Wie mäßig so. Bist du? Aber mit Haarspray, Bruder, ja, das ist schon wild. Ich war ein Jahr lang durch, jeden zweiten Tag oder so. Haarspray smoken oder was? Das geht aber fix krank so. Da scheppert ja auch noch so Heroin-Dosis rein. Oder so. Irgendwie so Mische, glaube ich. So. Also kauft nicht von diesen Ecken dort so. Kauft wenigstens gesundes. Na, keine Ahnung. Kauft einfach sauberes, Bruder. Kauft gar sauberes. Nicht, weißt du? Ja, gar nicht. Ehrlich. Drogen, besser weg. Am besten Hände gar weg. Nicht, weißt nur ab und zu ziehen so. Ab und zu ziehen, ey, Burschen. Nein, aber. Weißt du, damit man kleinen Kopf bewahrt. Man kann auch ohne Drogen Spaß haben, gell? Lass euch nichts einreden von diesen Menschen, die sagen: Oh mein Gott, am Wochenende, ich brauche was. Die lasst packen, Bruder, weil die lügen. Die sind Junkies und wollen dich zum Junkie machen. Also, werd kein Junkie wie dieser Junkie. Preach. Du Junkie. Facts. Real. Werbung. Abonnieren. Abonnieren. Addieren. Like. Kommentieren. Like. Kommentieren. Abonnieren. Spotify abchecken. Abonnieren. Werbung zu Ende. Also, Burschen. Fragerunde. Wir hatten eigentlich, oder wir hatten seit 2 Folgen keine Fragerunde. Was war das? 3 Folgen. Stell jetzt Fragen, also, was ist los mit euch? Stell jetzt Fragen. Ja, das haben wir eh schon oft gehabt. Traumautos auf schnell. Gibt es Update überhaupt? Keine Ahnung, was mein Traum ist. Oder Maybach bei mir immer noch. G-Klasse, glaube ich. Schon Traumauto. Traum, Ferrari. Ja, sowas. Ferrari rot. Royce. Egal welches Jahr. Hauptsache rot, Cabrio. Diese will ich haben einmal. Ein Tag reicht. Oh, geht ihr Reezy-Konzert? Meinung? Nein, wir waren schon einmal. Wir waren schon, gell? Reicht. Einmal. Und Reezy, habt ihr das neue Album gehabt so? Viel so? Ja, voll. Ja? Ich höre es immer noch. Ah, okay. Ja. Du? Nein. Nein. Ein krankes Album. Ich mag, wenn Artists nicht so groß sind, so. Jetzt ist er schon big, ich mag das nicht so. No homo. Hauptsache größer Little Baby Fan gewesen. Ja, aber, dann aber nicht da war mehr. Auch, dann nicht mehr. Beim Come-Up war ich und dann war er schon dieses Mainstream, ich mag das nicht so, weil dann. Du warst genau, als jeder gefeiert hat. Jetzt, wo keiner mehr feiert, weißt du auch nicht mehr. Ist so. Ich war jetzt, schon harsch. Erst jetzt, ich war schon seit letzten Gunner-Album, hatet jeder Little Baby. Bruder, ich sage euch ehrlich, ich hatte damals, Charlotte an Dennis, Bruder, wir hatten in der Schule sogar Abstimmung auf Insta, alle haben Gunner gehatet, Bruder. Ja. Ewig selber, Mann. Gunner gehatet? Gunner kommt nach Wien angeblich. Ewig selber. Boah, Bruder. Gunner kommt nach Wien. Angeblich, echt? Ja. Alles war fake, glaube ich, Mann. 10.10. Bruder. Wenn er kommt, fix, das muss. Gunner muss. Ja, weil ich weiß nicht, Gunner Gasometer hört sich Fische an, Bruder. Der will schon Stadthalle zerfetzen, oder? Der muss. Weiß ja, ich gell. Nicht. Schwierig zu sagen. Wie groß ist. Ja, keine Ahnung, Mann. Aber weil Luciano hat jetzt Stadthalle, weißt du? Ja, weil Luciano ist Deutschrapper so. Nee, weißt du, das ist den Herrn. Hier hat das Management hat sich nicht so.
gut ausgehört, haben sie Gasometer genommen statt Stadthalle oder was? Nicht zu sagen, Gasometer kommen ja auch viele Leute. Gasometer wird full. Ey. Die schauen ja die Summe, was die kriegen. Letztes Jahr war Luciano auch den Gasometer. Ja, das heißt, jetzt macht er aber allgemein größere Tour. Ja, aber das ich weiß nicht. Nur Arena sind vielleicht so, ist die Nachfrage nicht so groß hier in Vegan. Kann eh sein. Puh, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, hier, die haben ja halt mehr Deutschrap so. Ey. Oder die hören halt so Rock und so einen Scheiß. Ja, Katastrophe. Ja, Rock-Szene ist auch groß, ich wusste nicht, aber ja, das ist nicht unsere Musik so. Metal, wer ist denn? Das ist genauso, wie wir dachten, dass Tennis kleiner ist als Boxen, oder? Ja. Ich sehe kleiner als Boxen. Mann. Das war schon, aber das war... Es ist sehr groß, aber Boxen, Bruder. Das ist Lüge, Bruder. Boxen ist fix größer da. Keine Ahnung. Egal, was da steht, das ist Lüge. Aber Luciano-Konzert, du gehst Luciano-Konzert, das ist ja jetzt, wenn wir schon beim Thema sind, oder? Ja, ich will. Kranke Tour, Alter. Ja, kranke Tour bis Arena? Jetzt. Aber wenn die Folge rauskommt... Wenn die Folge rauskommt, wirst du schon dort gewesen sein, mäßig. Genau, ja. Dann wird das Konzert schon vor einer Woche gewesen sein. Wann war das? Ja. Aber nächstes? Nächste Woche Dienstag. Okay. Ja, das heißt, in der nächsten Folge kannst du sagen, wie es war. Ich war schon dort, aber noch nicht. Urtrag. Ja, es wird schon gewesen sein. Alter. Ich hoffe, es kommen viele Leute raus, man. Ich sag, ja. Nächste Woche. Nee, glaubst du, Jan Huren kommt? Weil Raf kann auch kommen, ja, stimmt. Raf wird kommen, glaube ich. Keine Ahnung. Und Rublock, oder? Sind die nicht dabei? Bruder, ich muss... Rublock? Bruder, Raff und Luciano Songs war ich nie. Moneyboy. Moneyboy wäre lustig, Bruder. Er hat, Bruder, cringe, als Luciano Ding rausgebracht hat. Sido und keiner kannte seine Texte einfach. Ja, Bruder, hat ein Lied gemacht, was 20 Jahre alt ist. Ja, Bruder, schon ein Ding. Ich fühle mich wie sein Oldhead, Bruder. Sehr, wenn die jungen 50 Cent nicht kennen oder seinen Scheiß, Bruder. Das verstehe ich auch nicht so... Die besten Lieder kennt man. Weil das oder? Zeigt so, keine Ahnung, man kennt doch irgendwas. Man kennt doch Sido, Bruder. Er ist Educator, okay. Bruder. Sido ist eh einer der größten. Aber ich sag dir ehrlich, Sido habe ich auch noch nie gehört. Ich habe nicht ein Lied von Sido gehört. Jetzt mal im Blog? Mein Blog, ja. Nein. Hart. Ich habe nie Sido gehört so. Schreibt mal in die Kommentare, ob irgendjemand Sido gehört. Ob irgendjemand weiß. Das ist so wie. Wie irgendwas von Sido weiß, aber so ein bisschen Hip-Hop-Kultur. Das ist wie damals Dings, der 187 kam in. Welche hast du ausgewählt so mäßig? Bushido oder den da oder. Haftbefehl oder den da, weißt du, man, jeder hat so seine. Ja, aber damals gab es nicht so viel. Da gab es Sido, Bushido es gab und wen ja noch. Sido, Bushido, wer war noch damals so? Wer ist, ich glaube, keiner hat so lange ausgehalten, oder? Ja, nee, keiner. Oh, na, Sido ist eh Maschine, man kann eh nichts sagen, aber ich glaube, war nie meine Musik so. Ja, ist einfach traurig zu sehen, dass keiner seine Texte kann, sagt er. Ja, weil es nicht sein Konzert, das war nicht seine Bubble. Ja, wenn er seine Bubble ist, ja genau, was anderes. Bruder, das war wahrscheinlich Hälfte des Stadions, kannte nur SUVs von Luciano überhaupt. Luciano ist schon auf diesem Level. Ja, das ist nur dieser. Er muss neue Lieder spielen fast. Weil er hat den gespielt, Bruder. Er hat Flex gespielt zum Beispiel. Und ich sehe in TikTok-Kommentare, Bruder, wie heißt der Song? Oh mein Gott, Bruder. Oh, man. Ja, manchmal. Ja. Ich sage, das sind diese Rapper, wenn sie im Mainstream ankommen. Ja. Die hören ja nicht diese Banger. Ja. Die sagen, die wollen alten Luciano, aber kennen nicht mal alten Luciano. Ja, das ist crazy. Bruder, Kinder, ja. Ich schwör, Bruder. Na, Luciano Primetime war damals so diese. Hayat, wie ist das Album? Ich finde, das ist seine schlechteste Zeit. Nein, diese Zeit. Als die Zeit, als er Braids hatte und Mainstream gegangen ist, musikalisch finde ich seine schlechteste Zeit. Hatte Braids, Bruder? Ja, ich finde, das, als er diese. Da war dieses Hawaii und so. Ja, kurz Hawaii. Nach Hawaii und so finde ich diese Zeit. Da, wo er groß geworden ist. Eiskalt, dann war crazy stark. Wo er noch Ding mit Hunger gerappt hat und jetzt. Banditurino bis Millis war gut. Exotik, es gab auch so Exot bei ein paar Lieder so wieder. Bei Millis war ich wieder da. Nein, Millis war, was war das Album davor? Das war Loco. Valentino Camouflage und diese Filme. Ja. Das war sein schlechtes Album. Bruder, aber er hat einfach damals schon mit Fredo ein Lied gehabt, das ist schon wieder. Ja, es waren schon ein paar Banger drauf. Das Album war eh gut, Bruder. Jetzt, das neue Album ist sein schlechtes. Aber Eiskalt war, ja, das neue habe ich mal gehört. Das ist sein schlechtes, no joke. Ich habe nicht reingehört. Das beste Lied war dieses Haaland mit Freeze Corleone. Er muss es runternehmen, weil Freeze Corleone irgendwie gegen ihn ermittelt wird, weil irgendwas gesagt hat auf dem Song. Ja, etwas Urwilliges gedroppt. Er hat vergessen, was aber. Echt? Irgendwas mit einem Attentat oder irgendwas ging um meinem Ja. Wo damals einer in diesen LKW reingefahren ist und hat irgendwas gerappt, dem, was ja, wie soll ich sagen, so. Ich war so pissed, Junge. Ich höre dieses Album, weißt du, und irgendwann habe ich gesehen auf TikTok und ich sehe so, wie jemand redet, so, dass dieses Lied gelöscht wurde. Und ich denke mir so, ich höre dieses Album seit einem Tag und irgendwas ist nicht richtig, weißt du? Ja, weil das beste Lied weg ist. Ja, deswegen ist ein Attentat. Er ist mit dem LKW irgendwer reingefahren und hat, glaube ich, da irgendwas gesagt. So. Das ist crazy. Ist sehr viel der Lern eigentlich, wenn du darauf kommst, ja, aber damit machst du. Aber Bruder, Song war krank. Ja, aber das neue Album habe ich nicht gehört. Ja, ich habe mal reingehört, weil die paar Lieder, was davor kamen, hat mir nichts gefallen. Ich fand schon gut. Ja? Ja? Es ist zu viel, Mann. Ja, aber die Lieder, die schon draußen waren, die musst du ja nicht hören. Du hörst einfach die neu sind. Das ist es so, als würde. Es ist ein neues Album so mäßig. Die Lieder, die alt sind, musst du nicht hören einfach. Ja, ey, mach ich auch nicht. Ey, dann ist es die so neuen mäßig. Haben mich nicht, nix hat mich gecatcht, außer Haaland und dieses Lied mit Hood Black, aber das wegen Hood Black.
Hoodblack sind auch stabil, eigentlich. Hoodblack hat dieses Ding gegessen, Junge. Die haben Tour abgesagt jetzt. Wegen Ermittlungen und so ein Scheiß. Echt? Aber die waren bei Luciano jetzt. Ja, ja, aber deren eigene, glaube ich. Die haben sie, weil, wer ist das? Stabile Jungs, man sagt ehrlich. Ich muss mehr von den anderen. Hoodblack echt stark. Die sind Barber, ja. Stärkste Part auf Luciano, hatten die Loki. Und die sind eine Gruppe wieder. Urgeil, so eine ganze Gruppe zu sehen. Ja. Weil das war jetzt auch lange nicht mehr. Alle waren immer alleine. Ja, gell. Urnice wieder so eine ganze Gruppe, die auch Fame wird, weißt du, so. Ja, die letzte, die es gab, war 187, oder? Genau, 187 kam in. So ganze Gruppen, so wirklich so massive Gruppen. Ja. Wen gab's noch? Samas Gruppe. Ja, aber die waren aber nie diese... Scorpion Gang. Das sind mehr nur ein Kollektiv. Ja, aber die waren nie diese... Die haben zusammen alles gemacht, so ein paar Lieder. Die haben immer ab und zu zusammen, ab und zu getrennt. Aber die haben ein Album wenigstens gemacht. Ja. Aber die sind auch wild. Ja, ich finde, Sam hat auch starke Artists. Ja, er hat auch kranke gesandt wieder. Sam, Motherfucker. Billy Joe ist ja, oder? Karl Immert finde ich auch gute Artists. Karl Immert hat aber eine bestimmte Bubble, die er bedient. So. Ja, ja. Aber fühle ich genau. Karl Immert ist auch, ja. Es gibt eh kranke Deutschrapper eigentlich. Ja. Hamburg ist eh ein bisschen low-key, diese darke Vibes, ist ein bisschen Houston-mäßig von Deutschland, das ist sehr nice. Das ist aber nice, Bruder. Wien. Wann ist der Sound von Wien da, Jungs? Wir brauchen einen eigenen Sound. Das kann nicht sein. Ich warte auf Schakal einfach. Also was machen. Weil Schakal, keiner hat solche Texte wie Schakal. Mhm. Du musst überlegen, ich höre ein Lied und ich bin so ein, ich checke erst nach 300 Mal, gell. Mhm. Die anderen müssen mir erklären, diese Line, und dann, die Line macht so Sinn. Ich hab mir auch schon damals immer gesagt, oh, nice Lines, Bruder. Lines, viel zu krank, viel besserer Text, weil die meisten Leute, es ist halt so Entertaining-Texte, weißt du, das ist so nichts, was dich zum Nachdenken anrichtet oder so. Aber er sagt halt die so normale Sachen, die so immer Dealer sagen und so ein Scheiß über. Er rappt halt eigentlich fast nur über Otso. Wie war das wieder? Aber urkreativ, keine Ahnung. Er sagt so Sachen wie, keine Ahnung, mein Bro, er ist kein Saudi, aber er hat zu viel Öl oder irgend so ein Scheiß. Oder immer solche Sachen. Oder das Ding mit dieser Line mit, wie war das wieder? Die sagen, weißt du, Geld wächst nicht auf Bäumen. Aber mein Bruder wurde durch Ort reich. Ja. Weißt du, so nice Line eigentlich. Hinter mir zwei wie Jimmy Butler. Ich habe seine Line so im Kopf, also ich meine so, welcher Rapper hat das? Schakal, ich kann in Wien von keinem Rapper-Bruder eine Line sagen. Ich schwöre ja. Und von ihm, ich sagte so 3-4. Weil er hat so unreleased Lieder, gell? Da hat er ein paar Lines gedroppt, gell? Ich denke mir so, Bruder, wie kamen die zustande so? Ja. Weil der kann auch wieder Sprachen, Bruder. Wie ich gehört habe, so Bruder. Holländisch, Französisch. Arabisch, Bruder, der Typ kann Dolmetscher werden. Yeah, der real, macht Bruder. Da schon fettes Geld, Bruder. For real. Na, Schakal? Ja, Schakal, Bruder. Shoutout. Auch Leroy, Bruder. Leroy auch stark Song gedroppt letztes. 1 AM heißt es. Wir sollten allgemein mehr so, wir sollten jetzt so ein Ding machen, wie eine Artist, Loki. Wenn du das nice releasen, Props geben, ich sag dir ehrlich, ja. Leroy. Check mal ab auf jeden Fall. Schwarze? Ja. Ich weiß schon. Ja. Mehr so R&B-Richtung, dies, das. Mm, aber auch chillig. Genau. Mehr so ein bisschen wie Fergie und so, weißt du? Fergie-Stern, dies, das. Mm, diese Richtung. Ja. Muss auch in Wien ein bisschen Vielfalt, weißt du? Wer hat noch gedroppt? So? Ich weiß gar nicht. Ja, Asch hat mit Young Huren diese. Felix Magdalena. Young Huren, man, auf ordentlich, oder? Asch hat das ihm rausgekitzelt. Bro, Young Huren, er droppt nur alle 10 Jahre einen ordentlichen Song, Bruder. Das fuckt mich eh ein bisschen. Ja, er macht was, er denkt sich, weil es klappt eh alles. Ihm juckt eh. Er macht was er will. Weil so seine Fans fühlen. Ja, Mann. Er hat auch seine eigene Bubble. Und da, wenn du eine eigene Bubble hast, kannst du machen, was du willst. Und dann ab und zu zeigt er seinen Song, weißt du, okay, ich kann eh ordentlich machen, jetzt mach ich wieder mein Ding. Genau. Das ist eh nice. Damit man so weiß, dass er absichtlich sein Ding macht. Ich finde das immer nice bei Artists. So wie Luciano, seine Texte sind ass, aber er kann reden, weißt du? Das ist ein Ding. Oder manche Rapper machen so auf diese diepe Texte, dies, das, aber wenn sie dann reden, du merkst, du eh irgendein Kenneck, Bruder. Ja. Shabab auch stark jetzt, wenn wir beim Thema sind. Ja, Shabab ist groß, Bruder. Das ist auch diese Polizeigeschichte, weil wer hat in Wien so Motion jetzt, weißt du, ich meine? Ja, niemand. Bruder, ich habe seine Zahlen gesehen, er ist schon ein Deutschrapper so. Mhm. Er hat 1 Million Zuhörer im Monat so. Mhm. Sehr crazy. Das ist stark, Org, Bruder. Auch aus Wien? Ja. Nächste Frage. Komm zum Podcast oder so. Ohne Spaß, Alter. Und? Shoutout Young Rocks vor allem. Shoutout Young Rocks. Young Rocks, ja, auch, Mann. Er ist auch krank, der Typ ist auch ein Hustler. Papa Rocks, King. Real. Ja, Bruder. Was gibt's noch? Note 1 bis 5, wie intelligent findet ihr euch? Seid ehrlich, Bruder, 3, 4. Ab und zu so. Manchmal ich rede Scheiß, denke ich so, Bruder, ich bin eigentlich nur dumm. Da rede ich irgendwas, irgendeine Sache, die so urkrank ist, denke ich, boah. Aber ich habe nur zu wenig Informationen, deswegen bin ich dumm. Habe ich das Gefühl. Ja. Mäßig, ich kenne so viele Sachen, aber ich kenne mich nirgendwo so extrem gut aus. Ja, und ich bin einfach lost manchmal. Ja, und es juckt mich auch nicht das so. Das gibt mir auf jeden Fall ein paar Prozent weg. So. Ja, also eine gute 2. So. Eine gute Mitte. Gute Mitte, Bruder. Ich gebe mir, ich sag dir. Mach mal eine 6 auf legal so. So, sauber. Ranked mal Fuck, Mary, Kill, Die. Nein, was? Fuck, Mary, Kill. Achso, die Podcast-Crew. Bruder. Was? Fuck, Mary, Kill? Ja. Yeah. Das kann nicht gut enden, Bruder. Spaß, Bruder.
Also ich würde... Oh, hat Doni in London Obstgeschäft. Hast du eh schon gesagt, eigentlich? Ich habe sie gechinkt. Nein, Bruder. Ich war... Hat nicht mal den Hut getraut. Spaß. Schaut, meine Tante lebt in London. Ja. Yeah. Halt meine Tante. Nicht, ausreden. Nicht Tante. Bei Cambridge, Bruder. Nein, nein, das ist eine Bekannte, aber sie haben kein Geld. Also sie muss aus Hut sein. Und ich komme sie bald besuchen irgendwann. Mit meiner Mutter. Okay, aber. Das heißt nein. Ich gehe meiner Mutter, ihre Mama, die wollen mich abziehen. Hast du Obstgeschäft? Ich war, meine Tante wohnt in Hut. Und ich aber ich war nicht dort. Ich gehe hin. Aber schau, ihr wisst eh, ein Mann, der Probleme macht, erzählt nichts. Spaß, man, wenn ich dort irgendwas mache, man dir Messer und so. Oh mein, kann ich mal kämpfen, weil die geben mir Messer. Albaner respektieren dich nicht, Bruder. Na, oh ja, die sind meine Habibis, Bruder. London-Albaner, aber das sind auch Psychopathen, von denen habe ich selber Angst. So. Aber es sind Drug-Dealers. Kings. Es wird sehen, habt ihr das gelesen? England zahlt Influencern, damit sie Albanern abwerben, nach England zu ziehen. Was? Ja. Wieso? Ja, weil es kommen zu viele Albaner rüber und diese Albaner machen Probleme so. Abwerben? Ja, mäßig, dass sie nicht nach London kommen einfach. Zum Leben und so ein Scheiß, weißt du, man? Die wollen sie nicht mehr haben. Warte, weil ich verstehe das gerade nicht. Die zahlen Influencern. Wer zahlt? Jetzt, ob das vom Staat ist oder so, aber... London? Nein, allgemein England. Von wo das jetzt kommt, weiß man nicht. Ja. Aber es wurden jetzt mehrere Influencer aus Albanien und so angeschrieben und so. Ja. Die hatten auch hohe Beträge bekommen, damit die einfach so Videos machen, wo sie das so schlecht reden. London, England und so, geht's da nicht hin und so ein Scheiß. Ach so, damit sie nicht rausgehen, sondern zurückkommen oder mäßig. Damit die einfach nicht drüber gehen. Einfach Albaner-Ding stoppen. Weil es sind, weil deswegen sind ur viele Albaner. Zu viele Frauen werden betrogen, sagen sie. Es sind halt eh gute, Bruder. Die Stechers. Na, aber es gibt halt gute, weißt du, aber die Probleme machen, so, weißt du, die, wie immer so. Aber ja, die müssen auch Hack machen, weißt du. Loyal bleiben. Das ist eine richtige, lustige Politik, Alter. Urlustig, Ursimulation einfach. Ja. Manchmal liegt ja gar nichts. Aber egal, real. Bruder, letzte Frage machen wir noch. Hättet ihr lieber, dass ihr einen Bodycount mit 20 hätte, aber 20 Unbekannte, oder zwei, die du kennst, aber... Boah, das ist wieder so eine Frage, Bruder. Zwei, die du kennst, oder 20, kennt. Was die du nicht kennst? Ja, du kennst sie einfach, Typen. Homie? Einfach die du kennst, so einfach. Die du kennst. Wenn 20 Unbekannte... Sag mal im Club einen, den du kennst. 20 oder zwei? Ja, zwei. Dann, ja, zwei. Hä? Zwei. Zwei, die du kennst und 20, oder 20 Fremde? Zwei. Weil 20 Fremde, Bruder, 20 ist schon viel so. 20 ist crazy, Bruder. Das war's mit der Folge, Werder. Aber hey, keine Ahnung. Danke fürs Zuschauen. Kommentieren, liken. Und abonnieren? Ja, das auch, wenn ich schlecht war. Nicht vergessen. Und